Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Doro, und wir machen heute zusammen Stromboli. Das ist ein Pizzateig, den habe ich hier, und der wird mit allerlei tollen Sachen belegt, zusammengerollt, mit Butter bepinselt und gebacken. Also total einfach. Und ich habe hier zum Belegen zwei verschiedene Sorten Salami, Mozzarella, geriebenen Käse und eingelegte Paprika. Ihr könnt das natürlich variieren, also wenn ihr zum Beispiel Vegetarier seid oder Vegetarierinnen, dann lasst ihr einfach die Salami weg und nehmt zum Beispiel anderes Gemüse oder ihr nehmt einfach ganz, ganz, ganz viel Käse und ein bisschen Gemüse, das schmeckt auch gut. Also macht es, wie ihr möchtet und vor allem macht es nach. Wir fangen jetzt erstmal an, indem wir wir müssen zuerst die Mozzarella schneiden. Damit fangen wir natürlich an. Und dann belegen wir den Pizzateig abwechselnd mit Mozzarella und Salami. Ihr seht, der Mozzarella ist ziemlich trocken. Das liegt daran, dass ich den habe abtropfen lassen, damit der nicht alles verwässert. Ich habe eine pikante Salami und eine normale. Und natürlich, wie ihr wisst, Bio-Salami ist immer am besten für die Tiere und für uns. Und als nächstes kommt der Mozzarella. Und wir wechseln uns ab. Also danach kommt dann die andere Salamisorte. Dann kommt wieder Mozzarella und dann wieder diese. Bis alles voll ist. Darauf verteile ich jetzt wild die eingelegte Paprika. Und dann kommen noch zum Würzen ein paar italienische Kräuter darüber. Als letztes folgt ein bisschen geriebener Käse. Und das Ganze wird jetzt eingerollt. Die Enden verschließen wir, so mit den Fingern, einfach schön zusammendrücken, damit dann nichts raus kann beim Backen. Hier habe ich geschmolzene Butter, die werde ich gleich mit dem Pinsel da drauf verteilen. Aber vorher werde ich noch hier eine Knoblauchzehe hacken und die da drin verteilen. Und dann haben wir eine ganz tolle Knoblauchbutter. Bisschen Petersilie kommt auch noch dazu, die wird einfach auch gehackt. Und kommt dann ebenfalls in die Butter und wird oben auf unserer Teigrolle verteilt. Und das Ganze kommt jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Ich habe unseren Stromboli aus dem Ofen geholt und jetzt will ich natürlich wissen, wie der von innen aussieht. Also schneiden wir ihn an. Und schon ist er fertig und sieht richtig schön aus. Also ein super einfaches Rezept, wenn ihr eine Party feiert oder ihr seid irgendwo eingeladen, ihr müsst was fürs Buffet mitbringen, dann habt ihr hier ein super neues, sehr einfaches und sehr leckeres Rezept. Also macht es nach und lasst es euch schmecken. Bis bald. Tschüss. Mmh.